Hälfte März 2020 stieg ich in den Flieger, um für 4 Tage nach Gozo zu fliegen. Und ich blieb 10 Monate. Lockdown, Corona kam und Karl griff irgendwann zur Gitarre. Und so fing alles an. Damit wir uns die Zeit ein bisschen... Ja, Gozo, muss man sagen, kleine Insel zwischen Malta und Sizilien. Mein Zuhause seit 2009. Wobei ich sagen muss, dass ich auch immer gerne zu Hause sitze und so quasi, wenn andere Liegestütze machen oder ins Gym gehen. Ich lerne immer gerne 1, 2 neue Songs am Tag, so, die ich sowieso schon mal lernen wollte. Ja, ich habe durch dich ganz viel neue Musikeinflüsse und Ideen und ganz andere Musikvorstellungen. Ja, und deine Fragen haben wieder was bei mir getriggert. Morgens irgendwann sagte Karl, nahm er die Gitarre und sagte, sag mal, du singst doch auch, oder? Mach doch mal eben eine Stimme dazu. Und das war Love Hurts an dem Morgen gehört, Graham Parsons, die Version mit Emmylou Harris. Und da dachte ich, ach, ich habe doch auch jemanden hier im Haus, der singt. Probieren wir den Song mal. Und dann haben wir den nächsten Song irgendwie genommen. Und wir haben wirklich nicht daran gedacht, dass irgendwie weder einen Tonträger zu produzieren noch irgendwas. Das war reiner Spaß. War natürlich auch erstmal ein Schock, überhaupt den Mund aufzukriegen. Wir haben den ersten Teil des Albums in Irland aufgenommen, in den Ocean Studios. Und da waren nebst Karl grandiose Musiker dabei. Und dann hört man, mit wem die alle schon zusammengearbeitet haben. Und dann steht man da und am Mikrofon. Und jetzt geht's mal los mit der ersten Aufnahme. Und klar, das war erstmal für mich eine ziemliche Herausforderung. Ja. Was ich dabei eben so wunderbar fand, dass es eben für dich so neu war, dass man, Unschuldigkeit klingt so komisch, aber so eine Frische. Du bist nicht jemand, der versucht hat, jahrelang den Blues zu kopieren oder wie eine Nashville-Sängerin zu jodeln. Du bist auf diesem Projekt einfach so, wie du bist. Ne? Was du... wie du diese Songs interpretierst, und das ist so anders. Und ich bin ja nun auch kein Pavarotti und auch kein Sänger von Toto, sondern auch eher, wie Robert Palmer immer sagte, you're a great singer because you can't sing and do it anyway. Und diese Kombination mit von uns beiden, oder dann so das erste Publikum im Freundeskreis, die sagten, oh, diese Kombi von euren Stimmen hat was, ja. Ja, und dann glauben wir das mal. Und kam. Zusammen. Ja, aber auch deine Ideen, dass ich durch dich auch viel andere Musik halt kennengelernt habe oder Interpreten kennengelernt, die mir vorher eben nicht so geläufig waren. Und dann habe ich meine Einflüsse noch ein bisschen mit reingebracht, wo ich sagte, oh, das gefällt mir jetzt super gut. Und ja, im Grunde genommen war es auch ein Zufall von Tag zu Tag, eben weil wir viel gehört haben und wir hören viel Schallplatten, lesen die Hüllen und ich sage, hey, Mensch, Grateful Dead, Greg Allman hat diesen Song von Grateful Dead auch aufgenommen, Black Muddy River. Boah, das geht durch und durch und passte gerade zu einer Lebenssituation. Lass den doch mal versuchen. Oder ich weiß noch, dass morgens, dass ich durch meine Sammlung ging und dann die Plastikbanane von Velvet Underground abfiel. Und ich sagte, und du sagst, was ist das denn für ein Album? Und dann haben wir uns das angehört und dann kam Sunday Morning. Ding. Und Leonard Cohen, das war so ein bisschen, das war so ein bisschen von mir, wo ich dachte immer schon, wenn, würde ich gerne einen Leonard Cohen Song machen. Und dann A Dance Me to the End of Love. War. Und dann die Bedeutung, die hinter dem Song steht, die Background Story, hat mich komplett umgehauen. Und so peu à peu kamen die Songs zustande. Ja. Wir haben dann tatsächlich bei John Prine, in John Prines Werk gehört. Super. Und sind gleich irgendwie Fans geworden und haben gleich 2 John Prine Songs ausgesucht. Der eine davon ist auch beinahe der Titel vom Album, Glory of Love. Der Song heißt Glory of True Love. Aber wir nennen das Album Glory of Love. Also ein wunderbares, gerade auch in dieser Zeit, ein wunderbares Bild ist und eine wunderbare Bedeutung hat. Bei
Karl ist das auch, man verabredet sich so ein bisschen und sagt, okay, heute singen wir. Dann passiert aber was, das muss noch repariert werden, da schraubt man noch irgendwie rum und plötzlich denkt man überhaupt nicht mehr dran und dann nimmt Karl die Gitarre und sagt, du, jetzt machen wir mal kurz. Also das, was ich manchmal gerne habe, dass ich so einen Plan habe für den Tag, ist mit Karl manchmal schwierig. Ich bin etwas chaotisch, muss ich sagen. Das ist ja unglaublich strukturiert. Aber was das angeht, muss man eine große Spontanität haben, damit man immer genau dann, dann auch singbereit ist. Im Grunde genommen fingen wir an, eigentlich sollte es komplett akustisch werden. Eigentlich nur zwei Akustikgitarren. Genau. Und dann haben wir gesagt, boah, langweilig. Das Schöne ist ja, wenn man sowas ganz Fundamentales hat, wie nur zwei Stimmen und eine Akustikgitarre, das vermittelt was und das vermittelt Bilder. Und wenn man dann abends mit einer Flasche Wein in der Küche sitzt mit Trevor und Wayne, so wie es angefangen hat, dann fängt man an rumzuspinnen, was man noch machen könnte. Und der eine sagt dann, oh ja, ich habe doch mal einen Upright Bass hier. Das schreit doch nach einem großen Bass und so weiter und so fort. Und so hat sich das entwickelt. Und dann auch die Umgebung hat, so in Irland, dass wir zum Schluss dann auch die Irish Pipes, die Irish Flute aufgenommen haben oder die Boran oder hier in Berlin, weiß ich noch genau, Sunday Morning, Velvet Underground. Da kam dann so über Jojo dieser Bowie-Einfluss von dem Heroes-Album. Wenn es dann irgendwann zu gefällig wurde und zu schön wurde, dann haben wir versucht, im Positiven das wieder ein bisschen anzukratzen, kaputt zu machen. Ja, und plötzlich sagte Jojo, ich kenne da jemanden, der die spielt singende Säge. Genau. Und dann haben wir Meret Becker geholt. Dann kam Meret Becker mit ihrem Hund und der Säge hier an, mit zwei verschiedenen. Ja. Und Querflöten noch drauf und ein Saxophon und ich weiß nicht was. Ja, ein Sopransaxophon. Und das Schöne ist, ich komme eben zum Punkt, man hat dann auf Band, ich bin ja noch oldschool, auf Band diese riesige Palette von tausenden von Instrumenten und kann dann tatsächlich beim Mischen anfangen, Bilder aufzubauen, dynamisch und die Farben. Und das fand ich wirklich, das Weglassen ist dann ist eine Schwierigkeit, weil alles war schön. Aber dann haben wir Bilder gemacht, erst ganz zum Schluss. Ja. Wunderbare Percussion auf dem Album, sehr speziell. Und zum Teil in der kleinen Küche in Irland entstanden. Genau. Und dann einfach sagte, ach guck mal, hat er nicht auch mit dem Sieb auch mal was gemacht? Genau, mit dem Sieb und dem Kochlöffel. Das in Kombi mit dem richtigen Schlagzeug und Besen. Ja. Tour ist geplant, der Release ist geplant, the sky's the limit. Ja.